Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Der lang ersehnte Track von Frrr Bang, Digga, Obdachloser, wurde jetzt gerade eben veröffentlicht. Wir gehen da auf jeden Fall rein. Ich bin mehr als gespannt, was da abgeht. Ne? Yeah. Video hat er ja gezeigt, wo er das gedreht hat, war in Milano. Und wir gucken uns an, was sie da alles fabriziert haben. Wir gehen rein, Farid Bang, Obdachloser, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke, Daily Videos wieder, wie vor zwei Wochen. Wir gehen rein. Wer diesen Beat nicht kennt, der hat nichts mit Hip-Hop zu tun, Digga, offiziell. Boys, du bist ein Obdachloser. Dein Vater. Man muss sagen, man hat auch richtige Ohrwurm schon davor von diesem Part gehabt von Farid Bang, ne? Von der Hook. Monat mit derselben Hose wartest du auf die Bahn. Moist, du bist ein Obdachloser. Auf der Flucht vor dem Finanzamt. Der Text über PayPal für Droger. Komm zurück, sprich die Shahada. Du bist ein Loser, ein Gewinner warst du auch, und zwar gegen deine Ex. Bei richtig oder Faust trinkst du Whisky. Davon distanziere ich mich an dieser Stelle hardcore, Digga. Hardcore, ne? Da bin ich komplett bedeckt. Richtig oder Faust trinkst du Whisky Cola aus, damals YouTuber. Heute wäschst du deine Wäsche am Flussufer. Du kämpfst nicht gegen mich, du kämpfst für dein Mittagessen. In den Gassen Roms mit Ratten und Pizzareste. Digga, Farid hat Bock, Digga, auf diese Competition mehr. Ihr müsst auch auf das Video achten, was er für sagt. Ja, deswegen, man muss richtig gucken, Digga. Ein Fest im Wohnsitz, kein Euroschein, Passanten schmeißen nur Münzen in dein Strohhut rein. Du bist nicht drogenfrei und hat mein Hund geschissen. Lass dich deine Mutter putzen mit Zungenspitze. Du läufst jeden Tag mit derselben Hose rum. Mein Leben zwischen Drogensumpf und Todeswunsch. Ey, ist keine Frau der Grund, warum du nicht bockst gegen Floyd, du Hunde so Mäus. Klingst wie Mausik. Farid ist so durch, Digga, ehrlich. Deutsch, Psychosen auf Tick, du nicht bockst gegen Floyd, du Hunde so Mäus. Klingst wie Mosig auf Deutsch, Psychosen auf Tick. Mosig auch eine Line abbekommen? Wie, warum? Was hat Mosig ihm jetzt getan, Digga, ja? Scheiße, du klingst wie Mosig auf Deutsch, Digga. Okay. Sein Mosig nicht so gut. Oder er wird sagen, dass sein Deutsch so ist wie Mosig. Wie Mosig sein, so, der ist ja kein Deutscher, okay, oder nicht hier geboren. Das kann ja. Auf TikTok, ich bin Scharmutter, siehst kein Man in the Mirror, wie Dracula. Mach's auf MMA-Kämpfer, du Hurensohn. Nur weil deine letzte Gegnerin einen Mundschutz trug. Erst kiffen, dann koksen, dann Hero gespritzt. Deine Ex ist wie Kalifornien, sie hat San Diego in sich. Boys, du bist ein Obdachloser, Pideras. Ich bin ein Vater, der ganze Scheiß läuft fast ein Monat. Mit derselben Hose wartest du auf die Bahn. Moist, du bist ein Obdachloser. Ja, die haben einfach jeden so diese Stroh gegeben, Digga. Einer auf das könnte Moist sein. Moist, und so, Digga. Ja. Einfach schwarze Digga, gibt den Stroh. Auf der Flucht vor dem Finanzamt. Bettels über PayPal für Droger. Komm zurück, sprich die Shahada. Ey, wie wollen wir uns zum Kampf treffen? Denn um mich zu dissen, musstest du das Land wechseln. Ich werd dich anstechen, du kannst nur im Netz mucken. Erst wenn deine Mutter stirbt, ist sie Ex-Nutte. Oh. Ja. Digga. Harte Lines, da geht Farid direkt rein, ne? Alter. Bist du in Italien vom Mois angerempelt? Kann es sein, dass die Uhr an deinem Handgelenk fehlt? Mein Bro und ich haben Sex mit deiner Mutter. Sie ist zwei Personen in ihr, wie in deiner Tochter. Trinkt ab. Was? Wie zwei Personen? Wie in deiner Tochter, weil seine Tochter als Schwester verkauft hat. Das heißt, er hat sie als Tochter gesehen und als Schwester. Digga, also zwei Personen in seiner. Bei Wodka fickt deine Mami grad vaginal und die Schlampe ruft dabei Farida. Du singst es auf TikTok mit Drogenfahne. Du bist Heide, wie komm her auf Roma-Sprache. Ich disse jeden, als wäre nichts gewesen. In Shirin-Sprache nennt man, was ich mache, Victim-Shaming. Jetzt sucht Ali mir Frau. Victim-Shaming einfach, Digga, ne? Mit dir gewesen, in Shirin-Sprache nennt man, was ich mache, Victim-Shaming. Jetzt sucht Ali mir Frau, um mit dir One Piece zu schauen. Denn seine trennte sich, wie Buggy der Clown. Kein Prophet, nur
Psychosen vom Ganja rauchen. Du bist der Dajjal, deshalb auf der Hand das Auge. Alles, weil Sunny dachte, es wäre eine Top-Idee. Anis zu ficken, wie JBG. Du bist ein Obdachloser. Ah, Anis zu effen, ja, wie ja, JBG. Ja, ja. Anis Bushido. Ja, Bushido. Anis Mois Ex. Digga. Sauer, ja? Oh, falsch, Gott, sauer. Digga. Die Leute sind halt echt. Die gehen halt rein, Digga. Da kann Mois so lange rappen, wie er will, Digga. Einfach in Bang und Punchlines und so auseinanderzunehmen, ist so gut wie unmöglich in Deutschrap, ne? Also schwer. Ich bin dein Vater, der ganze Scheiß läuft fast ein Monat. Mit derselben Hose wartest du auf die Bahn. Mois, du bist ein Obdachloser. Auf der Flucht vor dem Finanzamt, bettelst über PayPal für Droga. Komm zurück, sprich die Shahada. Yeah, my son, this time I didn't find you, but I'm gonna find you. Come to your father. I love you. Verrückt, Digga. Verrückt, verrückt, verrückt. Nicht schlecht, Digga. Waren auf jeden Fall sehr lustige Lines dabei. Wurde ja auch in Mailand gedreht, in Italien, ne? Eine direkte Ansage an Mois auch, ne, dass er sich nicht vor ihm verstecken kann und der ihn auch findet, mehr oder weniger. Ja, auch Karl vorbei gesagt hat, um mich zu dissen, musst du ins Ausland. Ja, ja. Das ist schon auch Ansage. Und Farid Bang ist da hingegangen, wo er ist. Ne? Also nicht genau da. Aber in dem Land. Aber ne? In dem Land. Auf jeden Fall schreibt eure Meinung zu dem Song in die Kommentare. Ich finde das verrückt, Digga. Ne? Also da sind auf jeden Fall coole Lines dabei. Bin gespannt, ob Mois eine musikalische Antwort liefern wird oder ob er komplett ausrastet. Weil, Digga, jetzt... Jetzt neue Stories zu gucken, wird Highlight sein. Jetzt ja. Er wird komplett eskalieren. 300 Stories in einer Stunde wird er droppen. Ja. Schreibt eure Meinung zu dem Song in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.